Genau, das mein Thema ist hier Grafikkarten und freie Software. Ich bin Tobias Platen, meine Pronomen der Dem oder im Deutschen beliebige Pronomen. Und ich mache das jetzt zu den 21. Kieler Linux-Tagen. Ich habe auch dann nochmal knapp 10 Tage oder eine Woche später nochmal einen ähnlichen Vortrag über die GNU-Binutils, die gerade momentan erweitert werden für diesen Grafikkartenbefehlssatz. Und das ist Bestandteil des LibreSoft-Projekts, wo ich schon seit auch jetzt 4 Jahren dabei bin. Meist vor allem in meiner Freizeit. Also ich mache das nicht beruflich. Jetzt gehe ich hier nochmal zu einer historischen Grafikkarte. Das ist die Grafikkarte des Libre Open Graphics Project, das erste Development Board. Und da sieht man halt, das hat einen alten PCI-Anschluss, also noch kein PCI Express. Auch ein Lattice FPGA, da komme ich auch später nochmal dazu. Und für den Hauptteil, der die Display-Signale erzeugt, eben diesen Spartan 3 FPGA, dann entsprechend VRAM und Expansion Port, also so war wohl auch vorgesehen, dass man mehrere Grafikkarten da zusammenschalten kann. Das ist zumindest das, was ich mir da drunter vorstelle. Oder auch eine Video-Capture-Karte dann da rauszumachen. Und also mehrere Möglichkeiten. Und dann komme ich jetzt mal zu den klassischen Desktop-PCs. Da gibt es ja, oder gab es über viele Jahre, bevor Intel jetzt eigene dedizierte GPUs und auch dann MOSFETs, also PowerVR, die haben auch den Treiber offengelegt und sind in den Desktop-Markt vorgedrungen. Gibt es halt die klassischen großen Firmen AMD und Nvidia. Nvidia war, glaube ich, zuerst da, Anfang der 90er Jahre gegründet, zusammen mit ST Microelectronics, die erste 3D-Beschleuniger-Grafikkarte, hat aber NURBS-Kurven verwendet, war dadurch sehr schwer zu programmieren. Die hatten ja in Anfangsjahren noch Fixed Function und waren noch nicht frei programmierbar. Und AMD, die haben ATI aufgekauft und deren Grafiken sind zum Beispiel im GameCube und in der Wii auch verwendet, zusammen mit einem Power-PC-Chip von IBM. Und bei Nvidia sind die Treiber auch in der Regel unfrei. Es gibt zwar diesen Nomo und die IDA ist undokumentiert. Das musste also reverse-engineert werden. Im Gegensatz dazu hat AMD ein freies Userland an Treibern und die dokumentieren auch ihre RDNA-ISA und auch Vorgänger-ISA wie Southern Islands. Da gibt es sogar eine freie Subset-Implementation in Verilog. Aber es gibt eben keine komplette, simulierbare, vollständig freie GPU, die jetzt AMD-kompatibel wäre. Aber von allen Herstellern sind die diesem freien Ideal am nächsten. Bei beiden habe ich jetzt unfreie Firmware. Bei Nvidia weiß ich, dass die signiert ist, bei AMD weiß ich noch nicht genau welche, weil es gibt auch diesen AMD Security Co-Prozessor drin. Ich weiß aber nicht, ob das nur in den Ryzen-Prozessoren drin sind oder ob die auch im RDNA drin sind. Also es gibt verschiedene Firmware-Komponenten, auch für den HDMI-Anschluss ist das zum Beispiel vom Konkurrenten Intel lizenziert. Und Intel hat ja auch das HDCP, dieses DRM-Verfahren entwickelt. Und es gibt eben bei alten GPUs von Nvidia Novo als freier Ersatz. Ich habe aber festgestellt, dass Nvidia-Grafikkarten generell nicht mit meinem Power-9-System funktionieren, mit dem ich zum Beispiel auch VR-Entwicklung mache, VR-Spieleentwicklung. Und da zum Beispiel, da habe ich hier auch mal, das ist eine Talos 2 von Raptor Computing Systems, da ist eine Valve Index angeschlossen und dafür brauche ich, um natürlich ein Bild auszugeben zu können, benötige ich eine moderne Grafikkarte, die Vulkan kann. Und das ist momentan nur bei den mit PowerEiser verwendbar, schon seit Jahrzehnten eben bei AMD.
Dürfen wir so eine Frage stellen? Ja. Kannst du das alte GPUs, kannst du das ein bisschen beziffern? Meinst du 5 Jahre, 10 Jahre, 20 das, Jahre? Also das ganz grob, woran denkst du so? Also 5 oder 10 Jahre vor einer bestimmten Generation. Das, Nvidia hat dieses Sein-Firmware irgendwann eingeführt und alle Nachfolgermodelle, ich weiß aber nicht mehr welches Jahr, es könnte 2012, 2013 gewesen sein. Also es ist seitdem die CUDA und auch immer komplexere Firmware, also zum Beispiel Reclocking ist eines, das macht die Firmware. Ich vermute mal auch, dass die Lüftersteuerung auf den Grafikkarten von der Firmware, die dann über das Betriebssystem injected, also die Grafikkarte läuft erstmal in einem minimalen Modus. Ist auch so, wenn man die Stromversorgung der Grafikkarte vergisst, bekommt die ja vom Board immer noch 75 Watt und kann dann über die Bootraumfirmware eine Fehlermeldung ausgeben, dass man vergessen hat, den Powerstecker reinzustecken. Also die Grafikkarte hat einen Embedded Controller, der auch eine geringe Grafikfähigkeit hat. Also ein Schwarz-Weiß-Bild ausgeben kann dieser Embedded Controller der Grafikkarte und der braucht nicht viel Strom. Und entsprechend auch im Desktop-Modus kann ich dann die GPU runterglocken und all diese Funktionen werden halt über eine proprietäre Firmware gesteuert. Zu erkennen, wie viel Strom darf meine GPU ziehen und auch die Temperaturen überwachen und alles das macht auf der Grafikkarte so ein Embedded Controller. Und auch beim Steam Deck habe ich ja auch so ein Ryzen und Radeon in einem SoC und dann noch einen Embedded Controller, der eben den Akku überwacht, die ganzen Tasten überwacht, Einschalttaste muss ich erst ständig scannen und dieser Embedded Controller ist eben auch in der Regel eng mit dem Chip designt. Es kann sogar sein, dass der Embedded Controller direkt im SoC drin ist, manchmal ist es auch ein Extra-Chip und diese Embedded Controller, die dann eben dafür sorgen, dass die Grafikchips mit Strom versorgt werden, die haben auch nochmal ihre eigene Firmware. Das kompliziert nochmal dazu. Dann habe ich auch EE-Prompts mit einem eigenen BIOS für die Grafikkarte. Also ich habe neben der GPU immer noch einen weiteren Chip auf dem Board und das macht das sehr kompliziert. Auch bei den mobilen GPUs, die man in ARM-SoCs hat, hier wie im Smartphone, ich habe hier ein Android-Gerät und auch ein LibreM5. Beim LibreM5 habe ich auch einen freien Grafiktreiber. Hier bei dem Android-Gerät, das ist auch Postmarket OS-kompatibel, da gibt es auch einen freien Treiber. Habe ich aber noch nicht drauf gespielt. Und da gibt es jetzt zum Beispiel bei der EOMA 68 A20, das ist so eine Computerkarte, die auch ungefähr so flach ist wie ein Smartphone. Da ist ein A20-Chip von Allvendor drin und der hat eine Mali 400 MP2. Dafür gibt es mittlerweile einen freien Mesa-Treiber, den gab es früher noch nicht. Und dann, genau, und dieser Mesa-Treiber, der kann halt, weil es eine Fixed-Function-Grafikkarte ist, die hat zwar einen Shader-Prozessor, der die Shader-Programme ausführen kann, aber das reicht nicht für modernes Vulkan, ich kann kein VR damit machen, ich habe eine niedrige Auflösung. Also deswegen ist die Absicht, eine leistungsfähigere GPU für mobile Geräte zu entwickeln. Auch Asahi Linux, das ist ja auch beim Macintosh, also Asahi Ringo ist die japanische Bezeichnung für den Macintosh-Apfel und daher die Bezeichnung Asahi Linux. Das wird auch von Hector Martin, einem Spanier, der in Japan lebt, entwickelt. Und da gibt es auch so eine proprietäre GPU, die wurde aber komplett reverse-engineert und es gibt einen freien Treiber. Aber ich benötige eben auch diese unfreie Firmware, für zum Beispiel für den Display-Controller. Und beim Raspberry Pi ist es auch so, da läuft auch ein Microsoft AirTOS drauf. Ich kann den, der Chip ist sogar so konzipiert, dass erst dieses Microsoft AirTOS startet und mit dem Microsoft AirTOS kann ich dann eine einfache
eine einfache Oberfläche laufen lassen. Also derselbe Chip kommt ja nicht nur im Raspberry Pi zum Einsatz und dessen Vorgänger, sondern auch in verschiedenen Set-Top-Boxen, wie diesen Telekom Set-Top-Boxen für das Entertain. Da ist auch ein Broadcom-Chip drin, der auch vermutlich so einen Videocore hat mit diesem Microsoft AirTOS. Und bei älteren Chips, die Vorgänger vom Raspberry Pi Videocore 4, da war es so, dass eben kein Linux-kompatibler Chip verbaut wurde, sondern nur dieser MMU-lose Grafikchip. Und dann wurde später dieser GNU-Linux-fähige Kern angeflanscht. Aber ich brauche halt immer, es bootet immer erst die Grafikkarte. Also genau umgekehrt wie beim PC, wo zuerst die CPU bootet und deren BIOS dann nach einer Grafikkarte guckt. Da ist es umgekehrt und das erschwert es dem Raspberry Pi in der vollständigen Freien. Da gibt es eine experimentelle Firmware und bei BeagleBone Black ist es komplett umgekehrt. Da ist die Bootreihenfolge umgekehrt, aber das PowerVR, weil es eine ältere Version ist, ist eben noch unfrei und es hat noch niemand versucht, den freien Treiber von PowerVR, der in Mesa vorhanden ist, auf den BeagleBone Black zu backporten. Da wäre wahrscheinlich für das Backend auch nochmal Reverse Engineering notwendig. Aber dessen Grafikleistung ist nochmal deutlich weniger als die Raspberry Pi. Das ist ja auch schon über 10 Jahre älter. Da gibt es eben keinen Nachfolgerchip mit besserer Grafikkarte. Also da würde ich auch gar nicht versuchen, die Grafikkarte reverse zu engineeren. Und bei Rockchip, da bin ich relativ zufrieden, weil die eine sehr gute, vergleichbar war, mittlerweile auch von der FSF empfohlen, zu den besten gehört, da ist die GPU durch Reverse Engineering komplett ohne irgendwelche Blobs nutzbar. Auch HDMI, nur für den Displayport brauche ich eine kleine unfreie Firmware. Und dann gibt es hier eben noch dieses LibreRisc 5M Glas, hieß das damals. Das wurde jetzt in LibreSock umbenannt. Da gab es dieses Versprechen, freie Vulkan-Treiber zu entwickeln. Und wenn man diese freien Treiber hat, braucht man auch eine Hardware. Und die Hardware wird parallel zu den, oder so noch zum Teil noch vor den Treibern. Wir entwerfen erst den Befehlssatz. Und wenn wir den Befehlssatz haben, fangen wir an, den AMD-Treiber zu portieren. Das ist am einfachsten. Der kann schon Vulkan und dann nimmt man eben statt AMDs proprietärer ISA diese Power-ISA. Das war ursprünglich, war geplant, RISC-V zu benutzen, aber die RISC-V Foundation war nicht an Zusammenarbeit mit uns interessiert und deswegen sind wir dann auf Power-ISA geswitcht, wo wir seit über einem Jahr eine erfolgreiche Zusammenarbeit haben. Und mittlerweile gibt es auch seit einem Jahr einen ersten Draft von dem Grafikkartenbefehlssatz. Also das gab es bei dem Open Graphics Projekt noch nicht, da gab es noch keinen eigenen Befehlssatz, den konnte nur 2D. Das war also die einfachstmöglichste Fix-Function-Grafik. Und hier mit dem ECP5, da komme ich noch, der wird hier zum Prototyping von LibreSock verwendet. Genau, seit Ende 2019 verwenden wir PowerISA, also wir haben dann einen Vergleich gemacht und gesehen, dass die PowerISA eben, es gibt schon sehr viel Software, es Größe auch von Distributionen wie Debian unterstützt, RISC-V war damals noch nicht so weit und auch eben schon Hardware, die dieses Respect Your Freedom zertifiziert ist, wie diese Talos 2. Und wir wollen diese PowerISA entsprechend für GPU-Workloads erweitern. Bei den GPUs, da ist es so, dass ich deutlich mehr Register habe. Also wenn ich jetzt mit einem, wie bei x86ern, AMD 64, wie in dem Laptop, da habe ich 16 General Purpose Register. Bei PowerPC, die ist schon in den 90er Jahren, auch in der 64-Bit-Variante gab, bei IBM-Servern eben nur, da habe ich 32 Register. Auch im GameCube habe ich
32 General Purpose Register. Das ist so der Standard bei den meisten RISC-Architekturen. Und wir wollen jetzt ein Verfahren entwickeln, wie man, weil man benötigt für Grafikkarten-Workloads deutlich mehr als 200 Register. Also bei 256 Registern würde schon ein ganzes Byte im Opcode, in dem Befehl, der nur 4 Byte groß ist, für das Register draufgehen. Das ist sehr ineffizient, das würde Opcode-Space verschwenden, und deswegen haben wir uns überlegt, wie kann man so einen For-Loop in Hardware bauen und mit Vektoren arbeiten und so mehr Register ansprechen, ohne dass der Programmierer da groß die Anzahl der Register. Also wenn ich Assembler-Programme habe, habe ich nach wie vor noch nur eine bestimmte Anzahl von Registern, also 32 Register, und ich kann diese 32 Register eben vektorisieren. Und wenn ich die Register vektorisiert habe, kann ich mit diesen Vektoren eben deutlich mehr ansprechen, ohne dass, wenn ich keine Vektorregister habe und GPU-Workloads machen will, habe ich nur ein Viertel von der Energie und auch Platzeffizienz. Also das lohnt sich deswegen, und das Unterscalable Vectors, was wir haben, ist deutlich besser als Intels AVX 512, das nur in ganz neuen CPUs verfügbar ist. Also meiner hat das garantiert nicht, weil der ist jetzt schon 10 Jahre alt, der läuft auch von SteamVR nur der Headless-Teil, also alles, was von der Grafikkarte abhängt, wird nicht laufen, aber das Tracking läuft noch auf meinem alten Rechner. Genau, ich habe also einen entsprechenden Hardware-Vorloop, das heißt, ich habe neben dem eigentlichen Programm-Counter noch einen SV-State, und wenn ich das dann Programm unterbreche, und dann kann ich auch entsprechend in diesem SV-State fortfahren. Das ist also für den Programmierer sehr transparent, und wir haben auch schon einen ersten Testchip noch ohne diese GPU und ohne diese Vektor. Also vor über einem Jahr in der Corona-Pandemie haben wir da so ein Tape-Out als Multi-Waver, also nur ein Stück. Wir sind noch nicht so weit, dass wir das in Massen produzieren können. Aber wir konnten schon damals beweisen, dass, und wir haben auch das Layout haben wir mit einer freien Software Coriolis 2 gemacht. Und diese Hybrid 3D GPU, CPU, VPU Video Processing Unit ist auch noch drin. Also wir stellen auch Funktionen für FFT bereit. Das kann man dann später auch benutzen, um WLAN-Chips zu bauen. Also möglichst in großen Nutzen eben nicht nur GPUs bauen zu können, aber mein Schwerpunkt liegt eben auf den CPUs. Dann haben wir in diesem Projekt von einem Computermodell aus den 60er Jahren, der Control Data Corporation, die CDC6600, deren Mikroarchitektur, davon haben wir gelernt. Wir übernehmen die nicht eins zu eins, weil das ja eine sehr alte Maschine ist, für die es auch gar keine Software mehr gibt, aber wir haben deren Scoreboarding haben wir verstanden, weil es uns ein ehemaliger AMD-Mitarbeiter, der auch schon GPUs designt hat und auch diese 68K-CPU, die ja ursprünglich im Mac verbaut war, im Mac 84, und auch das GNU-Projekt sollte auch, das war eine der ersten 32-Bit-CPUs, die ist noch vor dem 386er, wo Linux geschrieben wurde, auf den Markt gekommen, ist dann halt leider sehr verdrängt worden, weil Apple ist dann in den 90er Jahren ja auf PowerPC umgestiegen, und seitdem geht das halt im PC-Bereich zurück, zudem auch andere Computerhersteller wie Amiga, also Commodore, die haben dann, oder nee, es war nicht einmal Commodore, es waren Firmen, die Commodore-Rechner nachgebaut haben. Die haben dann auf PowerPC umgestellt. Genau, und einer der älteren Prozessoren, den ich hier, den, von dem wir hier
gelernt haben, von der auch vollständig mit freier Software ist, ist der AMD Opteron. Und der AMD Opteron ist halt der Vorgänger vom Ryzen, einer der, wo AMD auch dann mal wieder Intel in Performance optimiert hat. Und auch die Architektur, die Intel hatte ja eine eigene 64-Bit-Architektur, aber dann hat Intel, nachdem man gemerkt hat, dass deren eigene 64-Bit-Architektur nicht abwärtskompatibel war, eben keine 32-Bit-Programme effizient ausführen kann, sondern nur über einen langsamen Emulator, hat dann eben diesen Intel-Befehlssatz, der im Opteron das erste Mal eingesetzt wurde, übernommen, hat dann aber den Fehler gemacht, der eben Vektor-ISAs wie AVX 512 einzubauen. Und umgekehrt hat halt auch AMD von Intel dann Erweiterungen übernommen in den letzten 10 Jahren. Und was wir jetzt momentan erstmal machen, ist einen einfachen In-Order-Core zu bauen, der eben auf dieser CDC 660 Mikroarchitektur basiert, um die funktionale Korrektheit zu beweisen. Wenn wir das gemacht haben, da sind wir noch momentan dran, das ist noch nicht abgeschlossen, das ist sehr wichtig, wenn man eben Function Units hat, in denen Fehler drin sind, die man noch nicht bemerkt hat, und dann massenweise Hardware produziert, wird das eben sehr teuer. Das ist ja Intel schon mal beim Pentium passiert, und später, da gab es doch diesen FDIF-Bug, und später hat Intel dann eben Mikrocode eingeführt, um dann solche Fehler korrigieren zu können. Aber es ist eleganter, wenn man solche Fehler durch eine Verifikation schon vorher, weil Mikrocode eben nur bestimmte Klassen von Fehlern also verbessern kann. Und vor allem kann man dann, wenn man merkt, bestimmte Functions sind fehlerhaft implementiert, kann man das nur mit dem Mikrocode abschalten. Also Mikrocode ist keine so gute Lösung, und auch Power 9 zum Beispiel kommt komplett ohne Mikrocode aus. Halt einige wenige Instructions verwenden Hardcoded Sequencer, das ist dann sowas wie ein Mikrocode in einem ROM, aber es gibt keine Mikrocode-Updates, die da eingespielt werden können beim Power 9. Und später kommt dann eben auch diese Out-of-Order-Execution zum Einsatz, aber da ist es eben wichtig, dass man bewiesen hat, dass das Scoreboard da auch korrekt arbeitet, weil bei Out-of-Order-Execution können Write-after-Read und so Hazards auftreten. Ich habe Registerabhängigkeiten und muss eben sehr viele Dependency-Matrices verwalten, und das ist sehr aufwendig. Aber mit der CDC 660 Mikroarchitektur auch sehr einfach machbar, wenn man verstanden hat, wie das geht. Und auch dann Exception Handling und solche Dinge da noch drin hat, weil das war beim ursprünglichen CDC 660 noch nicht so. Und die Mehrfachzuordnung ist besonders auch eben für GPUs wichtig, weil ich eben hier viele kleine Recheneinheiten habe, die dann nur addieren und multiplizieren können, und das sehr schnell, und so hohe Pixelfehlraten. Also ich habe wirklich sehr viele Hardware-Threads, und es werden eben benachbarte Pixel werden gleichzeitig gefüllt. Wenn ich jetzt mit einem Software-Renderer auf einer CPU habe, ist das ziemlich schwierig und so etwas effizient umzusetzen, dass ich mehrere Pixel gleichzeitig Fülle. Und eben für diese Power ISA verwenden wir dann Power ISA, wenn man das erweitern will, um Grafikkarten-Workloads dafür machen, verwenden wir Scalable Vectors. Und Scalable heißt aus Sicht eines Programmierers Scalable, nicht aus Sicht des Hardware-Designers. Wenn man es aus Sicht des Hardware-Designers Scalable macht und nicht an die Seite der Programmierer denkt,
bläht sich der Befehlssatz auf. Und das passiert gerade bei x86er besonders. x86 ist ja auch ein CISC und da bin ich bei über 10.000 Befehlen. Und bei ARM gibt es ja auch dieses Neon und weitere Erweiterungen. Und ich habe eben auch eigene Grafikkerne von ARM. Also ich habe einmal den klassischen ARM-CPU-Befehlssatz und einen komplett anderen Befehlssatz für die Grafikkerne. Also die Grafikkerne sind bei ARM in einem anderen Team entwickelt. Bei uns ist alles im selben. SVP64, das wird halt nur mit der PowerEiser funktionieren und das arbeitet mit Prefixing. Ich habe also immer eine Instruction, die geprefixt wird und dann dadurch eine nachfolgende Instruction verändert und es gibt nur 6 weitere neue Opcodes, die da in dem Opcode Space hinzugefügt werden müssen und es ist eben kein SIMD aus Sicht eines Programmierers. Im Hardware-Backend darf man SIMD weiterhin verwenden. Und der Opcode-Space, weil der eben so knapp ist, und den zu erweitern, haben wir ja schon gemacht mit PowerEiser 3.1, dass man da eben 64-Bit-Instruction hat. Vorher waren alle Instructions 32-Bit. Jetzt haben wir nur 2 Größen. Ist immer noch einfacher als bei Intel, wo wir von einem Byte bis 15 Byte große Instructions haben. Und das ermöglicht dann eben SIMD-Backends, massive SIMD-Backends, die dann auch entsprechende Kühlung brauchen, wie bei GPUs. Und ich habe auch so die Effizienz von GPUs, wenn man es mit massiven SIMD-Backends macht. Und was gerade momentan geschieht, ist auch, dass die GNU-Bin-Hotels angepasst werden, dass ich für diese Grafikkarte dann so Shader-Programme übersetzen kann, direkt mit GCC. Oder auch in einem zweiten Schritt auch dann über einen JIT-Compiler, welcher zum Beispiel, wenn man nicht gerade GNU-Jitter verwendet, könnte man auch LLVM verwenden. Das verwenden ja viele andere Grafiktreiber auch. Genau, dann gibt es noch von Raptor CS ein neues FPGA-Board. Da ist auch ein ECP5 drauf, also derselbe FPGA, mit dem ich gerade den In-Order-Core, den Simple-Core hier verifiziere. Und da ist die freie Toolchain halt auf dem Power 9, das ist mein Entwicklungssystem zu Hause, lauffähig. Es hat 2 Mini-HDMI-Ports, die man beide verwenden kann, wenn auch 2 FPGA-Module gesteckt sind. PCI Express ist vorhanden, in einem der FPGA-Module ist das also mit der Host-CPU verwendet. Ich habe aber nur ein 1.0er Link oder in der Industrial-Variante, die etwas teurer ist, auch ein 2.0er Link. Und das ist auch, weil es eben so modular ist, kann man den Kernchip, wenn man jetzt einen Test-ASIC gebaut hat und dazu eine PCB designt hat, kann man das upgraden. Momentan gibt es nur dieses eine Modul. Und das LS2, das ich verwende, zum Verifizieren, da läuft auch, glaube ich, in einer älteren Variante oder auf dem MicroVOD-Core so ein Maze-Game, das ist ein ganz einfaches 3D-Game für wie Doom von der Grafik, nur nochmal schlechtere Grafik, weil es auf dem Character-Terminal die Grafik dargestellt wird. So ein kleines Game, was Jacob Lifshay geschrieben hat und dieses Spiel ist halt auf dem Bare Metal ohne Linux-Kernel direkt schon auf dem ECP5, der hier auf dem Arctic Turn verwendet wird, vorhanden und es ist eben auch möglich, ein Power 9 System zu booten in IBMs. Fachsprache nennt sich das IPL, also das ist hier sozusagen Grafikkarte und
und BMC-Chip in einem, deswegen ist da auch der Netzwerkanschluss vorhanden. Jetzt zeige ich das mal, das ist der Active Turn, das ist als BMC oder Peripheral Development Kit verwendbar und in den jetzigen Entwürfen ist halt, liegt noch die Grafikfähigkeit brach, aber es ist schon möglich, damit so den A-Speed-Chip zu ersetzen, wenn man das zum Beispiel als Server verwendet und nur die IPL-Funktion umsetzen will. Also wenn ich Grafikfähigkeiten haben will und 2D, dann kann der A-Speed Chip auch alles das, was die erste gezeigte Open-Source-Grafikkarte da hatte. Nur hier kann ich halt jetzt wirklich auch diese, weil ich zwei leistungsfähige FPGAs habe, die größten von denen mit freier Toolchain, kann ich direkt das SVP64 hier testweise umsetzen. Also es eignet sich zum Prototypen einer Freedom-Respecting-Grafikkarte, aber entsprechend muss dann eben auch, wenn man was professionell umsetzen will, die leistungsfähig ist, entsprechend müssen Hard-Makros auch für viel Geld, also geht dann in die Millionen lizenziert werden. Also da, das Board kostet 1000 Euro, aber wenn man die 10 Millionen, die so eine ASIC-Entwicklung kostet, sind diese 1000 Euro da relativ wenig. Also das ist für ein Team, das entsprechend Funding hat, noch relativ günstig. Aber es gibt eben für das, was ich momentan mache, noch günstigere Boards wie den Orange Crab, die dann aber von Grafikkarten, da kann ich vielleicht ein kleines SPI-Display anschließen und habe dann so ein kleines, das wäre so eine erste Grafikfunktionalität, die man probeweise, und dann könnte man im nächsten Schritt, wenn man ein SPI-Display am Orange Crab angeschlossen hat, auch versuchen, das Spiel Doom zu portieren. Das läuft ja auch auf Bare Metal. Und mit Doom hat das ja dann auch angefangen, dass dann Doom ist ja Anfang der 90er rausgekommen und dann hat Nvidia die ersten Beschleuniger für Doom und nachfolgende Spiele. Also Doom war ja noch komplett Software-Rendering, da gab es ja noch keine beschleunigten Grafikkarten. Und ein paar Jahre später kamen die ersten beschleunigten Grafikkarten mit Fixed Functions auf den Markt. Und ich biete dem jetzt nochmal die Gelegenheit, hier Fragen zu stellen. Wie hilft euch mal eine? Also habt ihr dann vor, das FPGA-Design dann auch tatsächlich in ein ASIC zu gießen und dann wirklich auch einen Chip? Ja, das haben wir vor. Wir haben auch schon einen Test-ASIC in 180 Nanometern getaped out. Also für den FPGA verwenden wir Yosys und ich weiß, Next-PNR, glaube ich, früher war es mal Arachne-PNR. Und für den ASIC verwenden wir halt bei 180 Nanometern dieses Coriolis 2. Gibt noch eine andere Reihe von anderen freien Tools und man benötigt für den ASIC auch Cell-Libraries. Und wenn man dann in kleinere Geometrien will, dann ist halt leider alles proprietär, aber wir konnten so den ersten Testchip akademisch eben in 180 Nanometern bauen, ohne irgendwelche Foundry-NDAs zu unterschreiben. Und es gab dann eben ein Teammitglied, das ist dann für das, das war es aber nicht von uns, die ist dann für den, die dann diese logischen Symbole in diese konkreten geheimen Symbole GDSI2 konvertiert hat und das dann getaped out. Und es gibt jetzt wohl von Google veröffentlicht eben schon 130 Nanometer ein komplettes freies PDK. Also man braucht halt für diese Prozesse, gibt es halt Design Rules, die eingehalten werden müssen physikalisch, und diese Design Rules, die, wenn die nicht geheim gehalten werden, dann kann man eben komplett den ASIC, das komplette Maskwerk offenlegen. Und
Wenn man Maskwork in Teilen offengelegt hat, kann man es auch beim Patentamt registrieren. Da gibt es ähnlich wie Patente auch ein Recht der Maskwork Registrations in den USA. In Deutschland heißt das Halbleitertopologie. Und die Idee ist, wenn man die Dinge nicht nur durch Geheimhaltung verwertet, kann man sich dadurch ein Monopol, und dann ist es eben verboten, solche Dinge eben, dann muss man eben auch, wenn es offengelegt ist, dafür bezahlen. Also da gibt es entsprechende Businessmodelle und auch entsprechende Gesetze und jetzt auch ein European Chips Act, der es nochmal leichter macht, hier in Europa eigene Chips zu entwickeln. Und bei welchem Chip fertig habt ihr denn den ASIC fertig lassen? Ich glaube, das war TSMC in Taiwan. Und wie teuer ist das? Weil du hast ja schon gesagt, so ein ASIC zu fertigen kostet einen Haufen Geld. Wie finanziert ist das eigentlich? Das war jetzt spendenfinanziert. Und da kommt später aber wahrscheinlich dann noch Venture-Kapital oder irgendwelche EU-Grants. Also die EU wird da auch nochmal Geld rein investiert. Und 10 Millionen ist die geschätzte Kosten, die so ein Chip. Genau, ich habe auch hier offline verfügbar einige hier von AMD, hier die RDNA Shaderizer. Das ist ein 300 Seiten Dokument. Und dann haben wir dasselbe auch von Open Power. Die Open Power, also das ist ein echt dickes Dokument über 1500 Seiten. Im Vergleich dazu ist unsere Erweiterung des Simple V ein bisschen länger als AMDs Spec. Also AMD dokumentiert nur sehr dürftig. Das ist unser 433 Seiten sogar. AMD hat nur 290, also das ist schon, das ist unsere Erweiterung der PowerEiser für Grafikkartenbefehlssätze. Das ist ein sehr umfangreiches Dokument. Wir haben da einiges geleistet. Wir haben eine komplette EISA für Grafikkarten entwickelt und sind jetzt eben, wir müssen erstmal, bevor wir mit der ASIC Umsetzung anfangen, das Ganze verifizieren. Ja. Und das muss auch ratifiziert werden von der Open Power Foundation, das ist noch nicht durch, aber da gibt es eine Firma namens Red Semiconductor, die Mitglied der Open Power Foundation ist. Und dieser Luke Layton, der auch einige YouTube-Videos hat, genau hier. Ich mache mal die ersten 5 Minuten von dem Walkthrough an. Involved and it's not overwhelming. So the first thing to appreciate is that Simple V is it's a skill. Über eine Stunde der walkthrough video for the Simple V scalar factorization system for Power ISO. Hier steht, dass es auch für GPU ist. Es gibt dann auch noch diese Aurora-Prozessoren, die haben das Konzept auch, aber die sind keine Grafikkarten, aber sehr ähnlich wie Grafikkarten, die werden auch in x86er-System reingebaut. Also du kannst da auf den Dingen genauso gut rechnen wie auf einer CUDA-Karte und das ist im Gegensatz zu Nvidia offengelegt. Also das, wo AMD schwächt ist, Nvidia hat sozusagen die Aurora und die AMD-Sache in einem. Und wir versuchen das auch
which is actually response, interrupt response will be absolutely here to give an extra bit, and that would have made a little difference. So it's an astonishing, it's a perfectly reasonable thing to do, just to abstract Sättigung, das ist auch ganz wichtig für Grafikkarten, wenn ich hier ein Bild habe, wenn ich weiß bin, kann ich es nicht noch weißer machen, weiß auch gleich, dass der dann nicht irgendwann, wenn ich noch mehr Licht hinzufügen will in die Szene, einen Overflow macht und ins Schwarze well, we schon geht, well. Bei einer einfachen Schwarz-Weiß-Grafik. Und ich habe eben auch Vierer-Vektoren unpack from a load without having to load it into register first and then do the vpacker vunpack and waste register file. Encoding space to do it. So it's just to give you some idea, this is not just about designing something because it's fun, although it is. There is actually genuine reasons why. No, an overview, das ist in 10 Minuten ja von der Open Tape Out Konferenz. Hello and welcome to a very quick talk at LibreSoft Connect, a bit of a high level overview. In the abstract for the Open Tape Out Dev Conference, thank you very much Matt for the invitation and opportunity to talk here. You'll find out a bit about why it is that we're doing this. So I thought it'd be good to go over a bit more about the how and the what. One of the key things that we've done is following Simon Sinek's advice, that those who know why they do what they do work smarter, is we've picked Python and picked a Python-based HDL in order to be more. Genau, wir verwenden hier halt Python und als Hardware-Beschreibungssprache verwenden wir nmigen. Diese Hardware-Beschreibungssprachen der 80er Jahren wie Verilog, das ist wie Assembler. Also wenn man damit versucht, so ein komplexes Projekt zu bauen, das wäre unwartbar. Und aus Gründen der Wartbarkeit und weil man eher eben Techniken, die man als Softwaretechnik kennt, also die ganzen Entwurfsmuster der Softwaretechnik, können wir dann hier auf Hardware anwenden. Effective, what it is that we're doing. It is a Libre project. We are not on GitHub. This is to encourage and respect Libre ethical principles, and also to remain independent from a digital sovereignty perspective for commercial purposes. We maintain a standard mailman mailing lists and the usual golden, oldie but goldie, Bugzilla bug tracker. Here you can see some of the NLNet proposals that have been accepted, and so we have at the moment I think €350,000 in funding and another €100,000 on the way, which is to be approved, and we also have €200,000 from NGI Pointer. See. For the 180 nanometer ASIC that we did, just one simple thing. This actually predates Open Road and Open Lane. We heard about it about a year after we were into the project, so we were committed to a TSMC IMEC thing and working with Sorbonne University. Which is why we haven't done the Open Lane route. Now, here you can see a list of the banks and the pins. Now, this is actually generated by, this is markdown auto-generated output by a Python program. And a future version of it will have different MUX columns ability and will automatically generate a GPIO pin MUX. The Earl Grey project was inspired by this work, which dates back 3.5 years. Also auto-generated, believe it or not, is an SVG drawing which was sent to the
to the foundry to tell them how to orientate the pins and put them in the package. This wasn't written by hand. That part of the Pinworks program auto-generates its entire output. We considered it prudent to deploy, just like a Microwatt team, to deploy software engineering practices. One of the key things is we're going to be doing a 3D GPU. That obviously means we need 70 backends, and rather than have complete insanity, which would normally done, you'd have 10 times engineers, you'd have multiplexed massive amounts of code, or you'd do horribly complex ALUs. We decided to abstract this out so that the SIMD behavior was identical to that of a scalar. So if x less than y in a scalar format, you've done exactly the same code in a SIMD context, and at the back end, it works out based on the partition masks what actually happens, whether it is 1 times 64, 2 times 32, 4 times 16, or 8 by 8 comparisons and EQs, as independent EQs in each lane. Completely dynamic. Again, works smarter, not harder. We have one of the very, very early pieces of work funded by NLNet, and we carried out was the creation of an equivalent version of Chisel 3 util. Queues, pipelines, ready-valid signaling, the usual, everything that you would expect, but it's actually missing from the original HDL library that we're using. So one of the most sophisticated ones actually was the pipeline API, which is divided down into combinatorial logics on one side. So you have an input spec function, an output spec function, and you have a processing function. That is completely decoupled from how it is actually handled. Whether you have a combinatorial pass-through, or a handshake, or buffering, or even, as we've found, a thing we're actually able to use the standard HDL API to do FIFO. So you can have a pipeline API which has multiple numbers of inputs of buffering. And because just as Chisel 3 util library has API documentation, so does NMUtil, generated by Sphinx. Now, the register file we have, again, using Python, we describe the registers on a per input basis, per pipeline basis, using that pipeline API back. Thing, you know, input spec and output spec, you declare what registers and which register files and the size of the bits in it. And then here in a function, a Python function, which has nothing to do with HDL whatsoever, we take all of those specifications and turn them round into register files. So it's a dictionary of lists of these, and it's turned into the other way around, so that you can access them on the at the register file side, and connect up, connect instruction, connect the read ports, enumerating those specifications per register file name, then enumerate by register file port. All of which is Python, and you end up with like a 5% ratio of actual Python code organizing data structures, of actual HDL code to real Python code organizing data structures. Not hit yourself in the head repeatedly with a hammer trying to get VHDL or Verilog to be a Turing complete programming language, modern programming language, which it's never going to be. A second instance of that was in the Power Decoder, where rather than write it out by hand as doing source code, what we did instead
was did machine-readable CSV files combined with machine-readable forms of the instructions, and then you end up with some code that reads those files and then generates a hierarchical switch series of switch cases which create your decoder. And again, we end up with something like a... Genau, bei Dolphin, da ist ja auch ein Power-PC-Emulator drauf, der auch in C++ eben diese Opcodes dann Switch macht. Und da sind die Tabellen noch komplett handgeschrieben, bei Microbot auch. Und wir generieren das jetzt aus CSVs und das wird dadurch um einiges eleganter. A 3% ratio of actual HDL to number of lines of code. I think this is what, 600 lines of code, and there's about 10 lines of actual HDL. Oh look, there's a switch and an HDL switch and an HDL case statement. it's a thing, but it means that we don't have to. I think what we can then do is use these exact same tables in simulators, in documentation, in formal correctness proofs and so on. So anyway, moving on, we are at our next ASIC, our second ASIC. Genau, für so ein Gigabit Ethernet Router, wie es jetzt auch schon einige Modelle mit Rockchip Prozessor gibt, Respekt zur Freedom zertifiziert, machen wir jetzt auch da einen Chip und da sind spezielle Krypto-Befehle drin. Direkt in Hardware beschleunigt. Also neben Grafikkartenbefehlssätze machen wir auch Krypto-Befehlssätze, um die Privatsphäre der Internetnutzenden zu verteidigen. This is a top-level bug report for the pinouts, here is what we're discussing online on the mailing list of what should go in it and the number of pins, total number of pins, etc., etc., and what package links to all documentation. Etc. Etc. So, hey, if you'd like to help, there is plenty of work to do, and there's plenty of funding to do it. Thank you very much. Und dann gibt's ja auch noch, da mache ich genau, das ist jetzt auch noch mal hier so und so ganze Videos, wo da handschriftlich dargestellt wird, auf Papier eben dann auch mit Erklärung. Wie bestimmte Einheiten funktionieren oder welche Probleme da auftreten. Also solche Videos gibt es da auch einige bis zu einer Stunde lang. Da kommen in unregelmäßigen Abständen immer Videos auf YouTube, die das Ganze erklären raus. Also das wäre es dann, wenn ich, dann wäre ich jetzt auch hier fertig. Vielleicht noch eine Frage. Wenn ihr das zum ASIC macht, macht ihr dann wirklich alle IPs selber oder kauft ihr irgendwas zu? Also wir haben geplant, dann auch zum Beispiel die ganz komplexen Dinge zuzukaufen. Und also das zum Beispiel dann, die Air Controller, genau, wir machen. Kaufen es zu, aber wohl in der zum Teil auch dann eben customized und das dann wir bezahlen die Firmen, die dieses Customizing machen, extra dafür nochmal, dass die zum Teil die Firmware offenlegen, wenn das gelingt. Also wir sind auch bei den Interfaces Auswahl bei HDMI sind wir sehr vorsichtig. Das genau, weil da gibt es ja HDCP, der Name ist Streitmarkt. Das kann also sein, dass wir den Namen HDMI nicht nutzen dürfen, weil wir, wenn wir es nutzen wollten, müsste man das DRM implementieren und dass man dann eben so etwas macht, dass man einen anderen Namen benutzt, also zum Beispiel GPDI, das ist HDMI for General Purpose, also die HDMI-Steckverbinder von General Purpose Interface zu benutzen, das machen einige FPGA-Boards, da ist es umgelabelt, da kann ich dann eben Datenströme, die hohe Datengeschwindigkeiten brauchen, aber keine Bilder, kann ich über HDMI-Kabel eben unidirektional, also man kann dann eben über HDMI-Steckverbinder noch mehr Dinge machen. Was ja auch schon in einiger Hardware ist, dass der Chipsatz zwischen HDMI und DisplayPort umschalten kann. Bei DisplayPort ist das DRM, wie ich gehört habe, optional. Da gibt es sehr viele Hardware, die das nicht kann. Also zum Beispiel auch
Bei der Valve Index habe ich da, die verbraucht DisplayPort und da ist das Signal auf dem Ding in der Regel unverschlüsselt und das wird dann über einen Chip in MIPI umgewandelt. Also es gibt ganz viele inkompatible Highspeed Interfaces und für die Highspeed Interfaces muss man entsprechend die FIs, auch wenn es ganz schlimm ist, ist bei analogen Interfaces, die kosten dann auch mal bis zu 2 Millionen. Also da ist geplant, Dinge zuzukaufen, aber die dann auch nicht offen, eben in Hardware-Implementation, die Details nicht, wenn man das in 7 Nanometer macht. Es gibt halt Dinge, die kannst du nicht offenlegen, aber die Firmware, die muss auf jeden Fall offengelegt werden. Das ist unsere Absicht. Also wir wollen halt die Kriterien für Respekt zur Freedom erfüllen und zugleich auch eben bei TMSC auch mit 7 Nanometern produzieren. Alles klar. Also wir sind da kompromissbereit, aber wir haben jetzt erstmal Testchips nochmal ohne irgendwelche Dinge zuzukaufen, außer eben das PDK. Das muss, also das, und diese Dinge müssen dann auch portiert werden. Die Portierungen kosten auch Geld, also es ist nicht nur das so, dass man es zukaufen muss, sondern es wird eben von dem Vendor auch customized und dafür, für das Customizing, das kostet nochmal extra. Also wir verwenden nicht nur schon fertige Dinge, sondern der Vendor muss es an unsere Bedürfnisse anpassen und das verursacht diese hohen Kosten und wir sind halt nicht in der Lage, alle in der... Ich merke das jetzt schon auf einem einfachen FPGA-Board. Das Interface für den DDR-RAM, da sitze ich seit einem halben Jahr dran. Ja. Und ich merke, manchmal gelingt es lesen und manchmal, also dieses, mit der alten Gateway läuft es zuverlässig, die ist aber nicht reproduzierbar baubar und jetzt wird offen, also früher haben wir das, gab es dieses Megan-Tool, der Nachfolger ist NMegan und das haben wir portiert und diese Portierung ist unvollständig. Beides ist Python, aber zwei unterschiedliche Toolkits. Und da läuft mit dem neuen Toolkit der RAM noch nicht. Mit dem alten hat er Leaves. Also das ist sehr auch. Und wenn man dann DDR4 verwenden will, steigt die auch. Und dann mehrere Interfaces. Die Kosten sind ja, hast du ja auch pro Instanz. Also die Kosten steigen dann nochmal mehr. Also das wird richtig teuer und dann auch wenn man, also meine, was ich auch noch privat mache, es hat mit Grafik nichts zu tun, aber auch mit FPGAs. Ist bei der Valve Index ist ja auch der i40 FPGA drin für das Lighthouse-Tracking. Ich habe auch jetzt eigene Hardware hier mit, die genau dieses, kann ich mal hier, kommt für diejenigen, die an VR interessiert, sind hier nochmal. Ja, ich komme sofort zum Schluss, ja, die Zeit ist vorbei, genau, das Ding habe ich hier mitgebracht und da ist hier das Bitkreis-Deck drauf, mit den 4 Fotodioden und das kann sich dann über die Lighthouse-Base-Stations im Raum tracken, wenn da die Software geschrieben ist, das ist auch noch so ein Projekt, wo ich dran bin. Also das ist jetzt alles hier mit zu Ende. Ich habe ja auch meinen Laptop schon heruntergefahren.